Also, wir brauchen, sagen die Befürworter, unbedingt in Deutschland eine allgemeine Impfpflicht. Wobei, so richtig Pflicht soll das ja nicht sein, wenn man Herrn Lauterbach glauben darf. Es wird ja niemand gegen seinen Willen geimpft. Selbst die Impfpflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss freiwillig impfen lässt. Also, eine Pflicht, damit wir uns alle freiwillig impfen. Ganz große Klasse. Inzwischen gibt es eigentlich kaum noch einen seriösen Wissenschaftler, einen seriösen Virologen, der ernsthaft noch behauptet, wenn wir eine bestimmte Impfquote haben, dann wird die Zirkulation des Virus verhindert. Weil eigentlich jeder, der sich mit der Materie beschäftigt, inzwischen weiß, auch Geimpfte können sich infizieren. Ich meine, wie will man denn das noch bestreiten? Wir haben ja die Situation, dass teilweise die höchsten Inzidenzen gerade da jetzt sind, wo wir mit die höchsten Impfquoten haben. Das heißt, die Übertragung des Virus, die wird durch die Impfung nicht verhindert und seit Omikron noch nicht mal mehr vermindert. Im Herbst konnte man noch sagen, es war vielleicht etwas vermindert, wobei auch da gab es schon Studien, zum Beispiel eine britische, die ganz klar belegt hat, zum Beispiel bei häuslichen Ansteckungen, es gibt keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und es gab auch noch eine Studie in einem US-Gefängnis, die das Gleiche belegt hat. Alles noch im Herbst, noch mit der Delta-Variante. Aber spätestens jetzt kann man das wirklich nicht mehr behaupten. Aber was man kann, manche können. Darüber gibt es gar keinen Zweifel. Man kann das ganz konkret sehen, dass heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Ja, dass uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Und das im Dezember noch zu behaupten, ich muss sagen, da kann man fassungslos sein. Aber es ist ja sogar noch schlimmer. Auf der Grundlage dieser Annahme, dass nur Ungeimpfte andere anstecken können und Geimpfte davor gefeit sind, wurde ja genau auch im Dezember eine sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen, das heißt für Pflegekräfte. Und die gilt jetzt erstmal, das heißt, die wird im März, wenn sie nicht aufgehoben wird, in Kraft treten. Und das einzige Argument dafür war, ist es in keiner Weise akzeptabel, dass in Einrichtungen, wo Menschen leben, die ihren Schutz uns anvertraut haben, dass dort noch unnötigerweise Menschen sterben, weil Ungeimpfte dort gearbeitet haben. Das können wir nicht hinnehmen. Das werden wir mit diesem Gesetz abschließen. Dass immer noch unnötigerweise Menschen sterben, weil Ungeimpfte in den Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern arbeiten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, die Gefahr ist eher, dass Menschen sterben werden, gerade ab März, weil noch weniger Pflegerinnen und Pfleger in den Einrichtungen arbeiten, weil der Pflegenotstand sich noch mehr verschärft, weil, glaube ich, viele Pflegekräfte, das ist auch das, was ich an Resonanz bekomme, es einfach satt haben, so behandelt zu werden. Im Herbst kommt doch wieder eine neue Mutante, die wahrscheinlich gefährlicher ist als Omikron. Und dafür müssen wir gewappnet sein. Und deswegen brauchen wir jetzt die Impfpflicht. Hören wir uns das mal an. Eine Impfpflicht ist unbedingt notwendig, wenn wir dieses Problem ein für alle Mal erledigt wissen wollen im Herbst. Ich möchte einfach nicht in eine Situation kommen, wo wir im Herbst erneut darüber nachdenken müssen, müssen wir Lockdown-Maßnahmen ergreifen. Es droht also wieder ein Herbst und Winter wie dieses und letztes Jahr. Und einen dritten unkontrollierten Pandemieherbst darf es nicht geben. Diese sogenannten rekombinierten Varianten, vor diesen Varianten haben wir Angst. Und wenn wir dies im Herbst sicher vermeiden wollen, dann ist der einzige Weg eine Impfpflicht, mit der wir uns alle gegenseitig schützen. Tja, im Herbst. Das müssen wirklich Menschen mit einer großen prophetischen Begabung sein, die genau wissen, welche Mutante jetzt im Herbst kommt und dass natürlich der Impfschutz dann auch hält und auch für diese neue Mutante wirkt. Also ich glaube, jeder seriöse Virologe oder auch Mediziner muss doch eingestehen, erstens, selbst wenn es gar keine neue Mutante gäbe, sondern nochmal Delta kursieren würde, wäre es ausgesprochen unwahrscheinlich oder zumindest, man weiß es nicht,
dass jemand, der jetzt seine Drittimpfung hat oder im Frühjahr, dass der im Herbst noch ausreichend geschützt ist. Weil im letzten Jahr war es ja nicht so. Die, die am Anfang des Jahres geimpft waren, waren im Herbst eben nicht mehr ausreichend.